Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute gibt es ein Update-Video zum Legoland Deutschland 2024. Heute geht es hier zur Nummer 10 in den Lego City Shop, zum Haupteingang rein, links abbiegen, dann seid ihr schon da. Hier gibt es alle möglichen exklusiven Sets, Standard-Sets, alles was das Herz begehrt. Was mir besonders gut gefallen hat, waren natürlich wieder die aufgebauten Sets, deswegen habe ich euch das Ganze nochmal abgefilmt. Falls es hier in diesem Shop mal so sein sollte, dass irgendwelche Sets gerade ausverkauft sind, dann werde ich euch heute in diesem Video noch eine Alternative zeigen, wo es eventuell noch coole Ritter- und Fantasy-Sets gibt, die ihr dann noch im Legoland mitnehmen könnt, falls im großen Lego City Shop irgendwas nicht verfügbar sein sollte.
So, ihr habt es gesehen, richtig coole Sets, wie ich finde, gerade für mich als Ritter- und Fantasy-Fan. Also da gibt es richtig geniale Sets gerade. Da wird es auch noch am Ende vom Video eine kleine Abstimmung geben. Da könnt ihr euch dran beteiligen, welches Set das ich mir als nächstes holen soll. Werde ich am Ende vom Video nochmal ganz kurz mit euch besprechen. Falls mal irgendwelche Sets da, wie gesagt, ausgehen sollten. Also ihr habt es jetzt gesehen, der mittelalterliche Markt hat jetzt zum Beispiel gefehlt. Dann könnt ihr hier vom Lego City Shop einmal hier durchgehen zum Lego Castle Shop. Da nehme ich euch jetzt gleich noch mit rein und da gibt es noch mal coole Ritter- und Fantasy-Sets. Da habe ich auch dann den mittelalterlichen Markt noch mal gesehen. Das war's dann zum kleinen Lego Castle Shop. Also da könnt ihr, wie gesagt, nochmal Glück haben, falls irgendwas im großen Lego City Shop ausverkauft sein sollte, dass ihr es da nochmal kaufen könnt. Der Nachteil natürlich, ihr müsst das durch den ganzen Park schleppen bis zum Auto. Also da ist der Lego City Shop deutlich angenehmer. Falls auch in diesem Shop alles ausverkauft sein sollte, könnt ihr hier da noch schauen. Also da gibt es auch nochmal Sets, die vielleicht irgendwo ausverkauft sind. Hier gibt es noch einen kleinen Shop. Den Outlet Store hier nicht vergessen. Also ja, falls ihr irgendwelche Schnäppchen im Legoland sucht, dann seid ihr vielleicht da in der richtigen Adresse. Da könnt ihr auch mal das Glück haben, dass ihr irgendwelche beschädigten Lego-Sets günstig kaufen könnt. Also ja, preislich reduziert gibt es normalerweise im Legoland nicht wirklich viel. Dafür gibt es die Gutscheine 25% auf einen Artikel eurer Wahl und der 20% Gutschein auf einen Einkauf ab 60 Euro. Also das nur mal so am Rande. Und ja, dann gibt es natürlich auch nochmal hier den Lego Ninjago Shop. Da gibt es natürlich alles Mögliche an Lego Ninjago Sets. Dann kommen wir jetzt zur kleinen Abstimmung mit der Ritter- und Fantasy-Welt. Soll es ja hier auf meinem Kanal natürlich noch weitergehen. Da gibt es jetzt für mich drei Sets, die dafür in Frage kommen. Die werde ich jetzt mal kurz einblenden. Dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, welches Set das ich mir als nächstes kaufen soll. Nummer 1 wäre Dungeons and Dragons. Ganz klar, ich blende es euch hier nochmal im Video ein. Dann natürlich der mittelalterliche Markt, auch hier nochmal im Video zu sehen. Und natürlich zum Schluss Schneewittchen und die sieben Zwerge, mein persönlicher Favorit, hier auch nochmal die Bilder. So, jetzt liegt's an euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Set ich mir als nächstes kaufen soll, für was, dass ich meinen 25% Gutschein im Legoland einlösen soll. Im nächsten Video wird es dann noch Infos zur Lego Fabrik geben. Da gibt es auch noch ein paar kleine Infos, vielleicht noch zu den Sammelsteinen von diesem Jahr. Also bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das noch mit ins Programm nehme. Also hier die Nummer 25. Könnt ihr Einzelteile im Legoland kaufen und da gibt es noch mal eine kleine Zusammenfassung im nächsten Video. Dann würde ich sagen, für dieses Video vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!